Zu Weihnachten verschenke ich einen 50 Euro Amazon-Gutschein und 5 dieser Powerlaser, damit ihr zu Silvester eure Bälle aus einem großen Sicherheitsabstand anzünden könnt. Jeder Abonnent nimmt automatisch dran teil, also vergiss nicht zu abonnieren. Das hier ist mein Powerlaser, so welchen kann ich leider wegen der Altersbeschränkung nicht verlosen. Ich lege heute 20 Ballons in eine Reihe, um zu schauen, wie lange der Laser dafür brauchen wird. Hier ist meine Reihe aufgebaut. Und am Ende setze ich einen weißen Luftballon, um zu schauen, ob der weiße Probleme machen wird. In meinem Kofferchen sind Schutzbrille, die sind ganz wichtig. Und hier habe ich eine Lupe. Bald werdet ihr sehen, welchen Zweck die noch haben wird. Freunde, was schätzt ihr, wie lange brauchen wir für alle Luftballons? Ich würde sagen, los geht's. Der Laser hat etwas Probleme mit dem weißen Luftballon. Wir versuchen gleich mal Eier zu braten mit meiner heißen Kugel. Ich habe 10 Eier reingetan und ich weiß nicht, ob es etwas zu viele sind für die Kugel. Schaut mal, wie diese glüht. Die Eier werden gebraten. Schaut mal, wie heiß die Kugel ist. Jedenfalls muss ich die Eier heute roh essen. Guten Appetit. Hier habe ich magnetischen Schleim. Finde es ziemlich cool. Ich packe den Link zu dem in die Beschreibung. Ich nehme 2 von denen, einen schwarzen und einen kackbraunen, und vermische die 2. Die Kugel versinkt darin. Schaut mal, wie der Schleim an der Kugel haftet. Auf jeden Fall habe ich genug damit gespielt und jetzt lassen wir die Kugel damit spielen. Schaut mal, wie rot die Kugel ist. Also kein besonderer Effekt, aber es stinkt hier so sehr. Ich gelte diesen Versuch als fehlgeschlagen. Ich wünsche jedem Abonnenten viel Glück bei der Verlosung von 5 Lasern und 50 Euro Amazon-Gutschein. Ciao.